stranger. Schön, dass Sie da sind, je suis enchanté. Happy to see you, bleib a rest of stay. Und jetzt geht's bei uns Dalli Dalli im ZDF, beim Reklamchef Hans Rosenthal. Guten Abend, liebe Dalli Dalli-Freunde. Willkommen zu unserem Schnelldenkerspiel. Die Titelmelodie vom Musical Cabaret sang der Hauptdarsteller der Berliner Aufführung, Horst Buchholz. Danke. Horst, bis nachher. Ja, er ist mit seiner Partnerin, heute Kandidat, wird dabei sein. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Horst. Nun, wir haben uns für heute viel vorgenommen. Wie immer 8 Kandidaten in 4 Mannschaften. Diesmal dominieren Musical, Oper bzw. Operette. Und deshalb heißt es in der ersten Runde Kabarett, wie Sie eben hörten, gegen das Singspiel Feuerwerk. In der Mannschaft Feuerwerk, Freddy Quinn. Freddy? Oh. Mit Trompete. Ja. Ist schwierig. Ein Albtraum. Ja. Ohne Seil geht's nicht. Ja, oben auf dem Seil können Sie singen. Ja. Freddy hat, glaube ich, 80 oder noch mehr Mal Feuerwerk gespielt. 88 Mal. 88 ja. Mal. Und ich hätte vielleicht eine Bitte nach dem Raten. Wir wollen Sie nicht nervös machen. Würden Sie das berühmteste Lied aus Feuerwerk vortragen? Ja, mit großer Freude. Viel besser als mit Trompete. Gut. Bis nachher, Freddy, ja? Herzlichen Dank. Gut. Wunderbar. Da oder da ist das ganz klar. Und es geht gleich weiter in der zweiten Runde. Nach Kabarett gegen Feuerwerk erleben Sie dann 2 Operettentitel, 2 Sängerinnen gegen 2 Komiker. Und die beiden Damen haben wir zusammengefasst unter dem sehr hübschen Titel Gräfinnen Maritza. Ja, das also Gräfin Maritza. Und dann gibt es in einer Operette zwar eine Paraderolle für Komiker, das ist der Frosch. Und deshalb haben wir diese Mannschaft zusammengefasst unter dem Titel Fledermaus. Dann wie immer dabei unser Spiel für 2. Wir werden uns heute mit dem Segelsport beschäftigen. Dalli Tonleiter, 2 Gäste hier aus dem Publikum können sich daran beteiligen. Unsere 3 Schiedsrichter sind dabei. Und wir dachten uns, wenn wir schon so viele Operetten und Singspielmelodien hier vorführen, dann wollen wir sie auch mit einer Singspielmelodie zum Platz holen. Einmarsch der 3 Musketiere. Aus Wien Brigitte Xander. Aus Mainz Medi Riehl. Und aus Berlin Eckehard Fritsch. Naja, jetzt fehlt nur noch meine Assistentin, die möchte ich auch vorstellen. Sie wohnt mit Familie in Stuttgart. Es ist Monika Sundermann. Guten Abend. Monika, ich las in der Zeitung, Sie wollen wieder in die Schweiz zurück, ja. Haben Sehnsucht? Ein bisschen, ja. Aber Sie sind doch Berlinerin. Wie sind Sie denn überhaupt in die Schweiz gekommen? Ja, vor Jahren war mein Mann noch aktiver Fußballspieler und wurde von Hertha BSC in die Schweiz verkauft. Also wurde so verkauft. Ja. Das ist ja verkauft. Wie ist das eigentlich? Er ist jetzt Trainer beim VfB Stuttgart. Ist ja sehr viel Stress. Sieg oder Niederlage, merkt man das zu Hause? Oh ja, das merkt man schon beim Sieg. Da ist bei uns immer Hochstimmung. Und wenn sie verlieren, ja, dann sorge ich halt für Stimmung. Ja, muss man dann den Mann ein bisschen aufrichten. Ja, bei uns geht es nicht so mit Stress zu. Sieg oder Niederlage, schön, aber wir wollen sie ja unterhalten, ein bisschen Spaß machen. Und wir wollen, dass sie ihre Alltagssorgen mal ein wenig vergessen, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Jetzt also gleich Runde 1, Kabarett gegen Feuerwerk. In Berlin lief 3 Monate mit großem Erfolg dieses Musical, das so gegen Ende der Weimarer Republik spielt und in der weiblichen Hauptrolle eine junge Künstlerin, die zum ersten Mal im Mittelpunkt einer Aufführung stand. Und dann ein Weltstar, der wiederum zum ersten Mal sang und mit dem Ballett tanzte. Meine Damen und Herren, willkommen nun Jutta Boll und Horst Buchholz. Das war ja die erste
große Rolle, die Sie hatten. Ja. Was haben Sie vorher gemacht? Ich bin im letzten Jahr im Sommer in Amerika gewesen, habe dort am Broadway studiert und vorher habe ich in Essen Theater gespielt. Und wenn man so ein Musical spielt, Hauptrolle, zieht das etwas nach? Haben Sie danach Rollenangebote bekommen? Ja, ich freue mich. Ich habe die Möglichkeit bekommen, am Fernsehen etwas zu arbeiten. Hm. Allerdings, die Verhandlungen laufen noch. Und verheiratet sind Sie? Nicht. Ach so, da muss man da hingucken. Ja, wollen Sie jemanden eventuell vom Fach oder ist das ganz gleich, wenn Sie mal heiraten? Also jemand mit Verständnis auf jeden Fall. Ob er vom Fach ist, ist mir gleich. Haben Sie mit Horst Buchholz auch in der Aufführung getanzt? Nein, wir haben leider nicht direkt zusammen getanzt, weil wir eigentlich, immer wenn der Horst fertig war mit seiner Rolle, bin ich aufgetreten. Wir haben eigentlich aneinander vorbeigetanzt in dem Sinne. Aber getanzt haben Sie, das weiß ich. Ja, ja, ich habe getanzt. Sogar gesteppt. Wunderbar, es ist ja toll. Ja, Gott sei Dank habe ich die Klakette. Ja. Sonst hat man ja Stepplatten drunter. Ja, dann klingt das ja, das haben wir ja nicht jetzt hier. Sie haben angefangen nach Funk und damals gab es ja noch kein Fernsehen in einem Stück Emil und die Detektive. Ja, ja, das allererste war ich, das war allerdings Drei-Meter-Laus, da bin ich nur rumgehopst. Und das war im Metropoltheater in Ost-Berlin und dann habe ich 3 Mark dafür bekommen, das fand ich fabelhaft. Und als man mich dann wieder fragte für Emil und Detektive, ob ich da mitspielen müsste, ich müsste aber einen Satz sagen, ich, dann müssen sie 4,50 zahlen. Und das haben sie auch gemacht, ja. Ich war sehr stolz. Und von den 4,50 ging es dann nach Hollywood, da will ich gar nicht fragen nach den Gagen, aber sie spielten mit Jule Brynner, Charles Bronson, Gina, Lollo, die Lolle dabei, Romy Schneider. Haben Sie eigentlich noch ein bisschen Kontakt? Ich habe noch, ja, natürlich haben wir noch so einen lockeren Kontakt. Nicht? Sie wissen ja selber, Hans, dass wenn man einen Film zu Ende macht, dann geht man auseinander. Nochmal einen Kuss auf die beiden Backen. Ich meine, auf die beiden Wangen natürlich. Ja, natürlich. Und, dann, und Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Nicht? Ja, apropos nächstes Mal, was werden Sie als nächstes machen? Oh, das weiß ich noch nicht. Jetzt mache ich erstmal Pause nach 2 Muskelfaserrissen und nach ungefähr 5 Erkältungen in Berlin und, geschwollenen Stimmbändern. Jetzt habe ich erstmal Ruhe. Ja. Nun muss ich noch etwas fragen. Horst Buchholz hat eine Schauspiellehrerin, Marliese Ludwig, sie ist über 90 und da wollte ich ihn vor der Kamera fragen. Harald Juhnke, Cordula Trantow, Wolfgang Gruner, ich hatte auch da Unterricht. Und sie wohnt im 5. Stock. Und das Treppensteigen fällt ihr schwer. Und dann haben wir in Berlin gesagt, wir wollen ihr einen Fahrstuhl anschaffen mit einer Vorstellung. Würden Sie mal nach Berlin kommen und dann mit auftreten, damit wir der Schauspiellehrerin... Das finde ich eine tolle Idee. Ja? Das würde ich gerne machen. Machen wir. Also machen Sie auch mit bei dem Fahrstuhl. Aber ganz sicher. So, und jetzt muss ich Sie mit Rolltreppe sozusagen dorthin geleiten. 3 Aufgaben wollen wir stellen. Jetzt also Mannschaft Kabarett. 3 Teile und zuerst müssen Sie... ein Thema sich auswählen, das heißt, es kommt ein bisschen auf den Zufall an. Wir hätten da Oper, Inseln, Frühling, Hygiene, Kleidungsstücke und 100 Mark. Achtung, jetzt! Hygiene. 15 Sekunden Zeit. Sie beginnen, Horst. Was fällt Ihnen ein zum Begriff Hygiene? Dalli, Dalli. Baden. Waschlappen. Zähne putzen. Seife. Sich die Haare kämmen. Handtuch. Die Nase bohren. Badewanne. Ja, Toilette. Waschbecken. Brause. Dusche. Die Nägel putzen. Die Zähne putzen. Die Zähne, natürlich. Können wir die Zähne noch mitnehmen da, die Zähne? Selbstverständlich, wir nehmen alles mit, was wir kriegen. Gut. Ich habe nur Zähne. Ja. Wir hatten 2 Doppel, Brause und Zähne putzen. Und wir abbleiben 12. 12, das darf ist ich mal was schön. Fragen, gehört die Politik auch zur Hygiene? Das weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Ja, eine Hand wäscht die andere und wenn es mit Schmierseife ist. Gut. Also jetzt 12 haben Sie. Ist doch schon abgezogen, die 2. Alles mal 12 und jetzt sollen unsere beiden Kandidaten eine Denkkette bilden. Also, na, nehmen wir mal an, ich sage Mikrofon, dann sagt man, bei Mikrofon denke ich an Singen, bei Singen denke ich an Caruso, so geht das weiter. Und zwar sollen Sie jetzt beginnen, 30 Sekunden Zeit. Den Begriff, den ich Ihnen gebe, der lautet Ostern. Achtung, Dalli, Dalli. Bei Ostern denke ich an Eier. Bei Eiern denke ich an Hühnern. Bei Hühnern denke ich an Gras. Bei Gras denke ich an Wiese. Bei Wiese denke ich an Kühe. Bei Kühen denke ich an die Schweiz. Bei Kühe denke ich an Milch. Nee, Schweiz war hier. Aber bei Schweiz denke ich an Schokolade. Bei Schokolade denke ich an Süßigkeit. Bei Süßigkeiten denke ich an meine Figur. Bei der Figur denke ich an Dickheit. Bei Dickheit denke ich an Abführmittel. Abführmittel, dann denke ich an eine Toilette. Ja, es reicht mir auch, es war reichlich. Ja. Das waren 12. Meine komplette Kette, von Ostern bis zur Toilette, alle 12. Ja, alles drin. 12 mal 12 ist 144 und jetzt alles mal 144.
Wissen Sie, bei der Bundesbahn und auch auf Flughäfen, und man sieht das jetzt auch, wenn man in Großstädten wohnt, in der U-Bahn, S-Bahn, gibt es Piktogramme. Das sind diese Schilder, die man auch verstehen kann, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Wir haben hier jetzt Begriffe: Restaurant, Waschraum, Aufzug. Und das sind diese Piktogramme. Man muss dann wissen, wo gehört das hin. Und unsere Kandidaten sollen es richtig zuordnen. Hier haben wir insgesamt 11 und drüben haben wir nochmal 10. Also Sie können möglicherweise 21 Punkte machen. Und wenn eine Reihe komplett ist, eine Reihe, gibt es noch einen Zusatzpunkt. Alles verstanden? 60 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli! Das kennen Sie gar nicht. Also erst einmal waren Sie sehr gut. Das ist ja nicht so leicht. Das ist das Zeichen für Apotheke. Denn der Apotheker, so früher war das ja mehr. Heute verkauft er ja sehr viel schon vorher vorbereitetes. Und das hätte dahin gehört. Hier hätte das hergehört. Das ist leider nein. Wir müssen uns anschauen, ob alles stimmt. Fluchtweg ist nicht richtig. Das ist Aufgang. Können Sie das mal halten? Das macht ja nichts, nicht wahr? Restaurant ist richtig. Waschraum ist auch nicht richtig. Das ist Bad. Sehen Sie, das käme hier hin. Bad. Können Sie auch wieder halten. Wollen wir mal sehen. Erste Hilfe stimmt, Taxi stimmt, Friseur stimmt, Treffpunkt. Wenn Sie sich irgendwo mal treffen wollen, Flughäfen und so, da gibt es ja so viele Eingänge. Das ist immer das Zeichen der Würfel, wo man sich treffen kann. Rauchen verboten, Bushaltestelle, Abflug, geht das Flugzeug nach oben. Dann haben wir hier Auskunft, I wie Information, und dort ist auch richtig Telefon. Wollen wir mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte sind es geworden. 10 mal 144, 1440 Punkte. Und es geht bei uns schon weiter mit dem Duo Feuerwerk. Eine Sie und ein Er. Sie ist schon von der Person her das reinste Feuerwerk. Sie spielt Theater, sie singt, hat sich auch schon mit diesem Singspiel beschäftigt. Er ist mit der bekannteste in Deutschland. Das hat eine Umfrage ergeben. Und wir sprachen ja von Feuerwerk, er hat dieses Stück sehr oft gespielt, und da er viel vom Zirkus versteht, ist dieses Stück beinahe für ihn schon auf den Leib geschrieben. Wir warten nun für Feuerwerk, mit Feuerwerk, Elke Sommer und Freddy Quinn. Freddy? Elke, Sie leben in Amerika und in Deutschland? Ja, also so oft ich kann in Deutschland doch, weil ich kommen doch sehr Heimweh habe. Kommen Sie oft rüber? Nach dem schönen Frankenland oder Mutti, ja. Ja. In Deutschland ist es ja so, dass jemand vom Theater zum Film kommt, in Amerika vom Film zum Theater. Ja, teilweise, mir ging es so. Ja, Sie haben also auch einen Preis bekommen. Ich habe mehrere Preise bekommen. Der letzte war der Jefferson Award in Chicago für beste Schauspielerin. Mhm. Du kennst es ja sicher. Aber es ist eigenartig, zum Beispiel, ich habe den Film mit dem Peter Sellers gemacht, den Schuss im Dunkeln, und dann 5 Jahre danach das Theaterstück. Das ist also genau umgekehrt. Ja, Film, apropos, Sie haben mit Horst Buchholz ja auch einen Film gemacht. Ja, meinen ersten deutschen Film, das Totenschiff, genau. Das ich habe heute alte Bilder gesehen, das ist eine so, das ist irre. Nicht, wenn man das schön wieder einmal sieht. Ja. Was macht das Musical, beziehungsweise das Singen? Das Singen, ich habe gerade eine neue Langspielplatte aufgenommen, die gestern rausgekommen ist. Heißt, wie das Leben so spielt, und es sind sehr hübsche Lieder drauf. Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Gut, damit. Wie das Leben so spielt, Sie malen ja noch. Sie haben mir freundlicherweise ein Bild mitgebracht. Monika, wenn wir es mal zeigen. Sie ist eine Hobbymalerin. Wie heißt denn dieses Bild? Das heißt Schnee in der Sahara. Und also Schnee in der Sahara? Ja, und zwar die Frau ist eine Fränkin, die zufällig in der Sahara weilt und auf ihrem Leiterwegele die ganzen Tiere in Sicherheit bringt. So dachte ich mir. Schön gemalt. Mal eine ganz andere Deutung. Vielen Dank. Dankeschön. Nun zu Freddy. Freddy ist für mich ein Phänomen. Ich muss Ihnen erzählen, er war gestern in London
Und morgen hat er Premiere in englischer Sprache in London. Ja. Welches Stück, das Sie heute mitmachen? Das Stück heißt Beyond the Rainbow und ich dürfte gar nicht weg sein. Ich habe morgen Premiere, Freitag den 13. But it's a good Friday. Ich hoffe, es klappt, dass ich hinkomme. Mhm. Weil in London wird gestreikt. Das ist ein Stück, das ist... ein Stück, das ich in Lübeck gespielt habe, in englischer Sprache, 64 Seiten Text in Englisch und nicht in amerikanisch. Also ich bin sowas von nervig. Also wir drücken alle die Daumen, dass das in bitte, London... Bitte, ich brauche das. Adelphi Theater in London. Alle hinkommen. Und dann haben Sie ja Ostern im ZDF eine große Sendung mit Western. Ja, das auch noch, ja. Ich wollte danach in Urlaub gehen. Ich war schon zweimal in Amerika, habe Dave Dudley und vor allem Ken Curtis, der ja hier bekannt ist aus der Serie Gunsmoke, Rauchende Coils. Hm. Und das wusste kaum einer, dass Ken Curtis ja Leadsänger bei Tommy Dorsey war, 1941, und eigentlich Frank Sinatra ablösen sollte. Hm. Und da habe ich gesagt, wenn der schon kommt, dann muss er auch singen. Und er hat gesungen in der Sendung und die waren alle also verblüfft. Also bin ich dann sicherlich viele einschalten in Deutschland. Ja, ich hoffe das. Letzte Frage, Sie sprechen 5, 6 Sprachen? Ja, na, nehmen wir 7. Also. 7 ja, Sprachen. Ja, ja. Sagen Sie doch mal, sagen wir mal, 5 Sprachen. Stellen wir meine guten Abend, meine Damen und Herren. Überilta, das war Finnisch. Buonasera, signore, auguri per domani. Buenas noches, buenas tardes, signoras, señoritas, caballeros. Bonsoir, mademoiselle, madame, monsieur. Good evening, ladies and gentlemen. Dames en heren, goedenavond. En ik ben heel blij en groeten. En dat was Nederlands, ja. En in Holländisch, ja. Ik kan niet zeggen, het is niet alles prima. Voor de vrienden die nu in Nederland kijken, ik kan natuurlijk ook, was heb ik vergessen? Ik weet het jetzt niet. Boa noite, dat is Portugiesisch. En dan nog natuurlijk, guten Abend, meine Damen und Herren. Ik ben glücklich bij Hans Rosenthal. Oh, nein, dat gaan we gleich mal rüber. So, bitte nehmen Sie Platz. En jetzt wird geraten: es geht gegen 1440 Punkte. Und zunächst sollen Sie 1440 ein Thema festlegen, 15 Sekunden Zeit. Wir haben von Oper bis 100 Mark sehr, sehr viel. Bitte jetzt. Draufdrücken, draufdrücken. Ja. Oper. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff Oper hören? Sie beginnen, 15 Sekunden. Dalli, Dalli. Bart. Haarausfall. Schnupfen. Bauch. Kuchen. Pantoffel. Brille. Zeitung. Schlafrock. Schaukelstuhl. Lange auf dem Klo sitzen. Sofa. Essen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Haarausfall, Bart und was hier noch, lange Pantoffeln. Ich bin zweimal Opa, ob ich Sie gewinnen lassen kann. Oh! Moment mal, ey. Also das noch nebenbei. Sie sind zweimal Opa? Ja. Das glaubt kein Mensch. Darf ich mal etwas fragen, weil Sie haben eben gesagt, Sie sind Opa. In Schweden gibt es einen zauberhaften Brauch. Da sagen die Enkel nicht Opa und Oma, sondern Mufa bzw. Mumu, das heißt Mutters Vater oder Mutters Schön. Mutter. Falls Ihr Sohn eine Familie gründet, ist da zu befürchten, dass Sie sich Sofa nennen lassen? Könnte ja sein. Sofa, alle, ja. Wir geben alle 13. Alle 13 wollen wir geben. Sie haben 13 Punkte, ein mehr an der Stelle als die anderen. Und jetzt sollen Sie eine Denkkette bilden. Also ich sage zum Beispiel hier, ich kann dasselbe nehmen, Mikrofon. Ja. Dann sagt man, bei Mikrofon denke ich an das Fernsehen, bei Fernsehen ja, und so. Okay. Der Begriff ist Ostern. 30 Sekunden Zeit, Sie beginnen. Dalli, Dalli. Ostern. Da denke ich an... Also, Ostern denke ich an... An woran? Eier, sage Eier. An Eier. Ja. Ostern denke ich an Eier. Bei Eier denke ich... Bei Eiern denke ich an das Gelbe. Und bei dem Gelben denke ich an Singen. Beim Singen denke ich an Freddie Quinn. Und wenn ich an Freddie Quinn denke, denke ich an ein Lied. Beim Lied denke ich an mich. Und wenn ich an dich denke, denke ich an ein Lied, das heißt Muss. Und wenn ich an Muss denke, denke ich Müssen. Und ich denke Müssen zum. Und wenn ich an zum denke, denke ich zum Stadtkrug. Naja, also das war aber sehr gut noch. 10. Was meinen Sie? Ja, mit Muss und Müssen, soll man es geben? Ja. Ich würde sagen, Muss und Müssen ist schon ganz was anderes. Verschiedene nicht? Sachen sind also, ganz anders. 10 mal 13 sind 130. Da waren die anderen bei 144. Es wird sehr spannend. Kommen Sie bitte mit. Sie sollen Piktogramme, das sind diese Schilder, die man sieht auf Flughäfen, ordnen, zuordnen. Hier haben wir die Schrifttafeln, Fluchtweg, Bushaltestelle, Rauchen, Tankstelle, Treffpunkt, Friseur. Hier sind diese Schilder, müssen Sie sich mal überlegen, wo gehört was hin, immer drüber. Dort haben wir auch einige. 60 Sekunden. Dalli, Dalli. Thank you.
Schwester! Suchen! Oben rüber, oben rüber! Wir kommen gleich zur Wertung. Vielleicht darf ich dazu noch etwas ganz kurz, bevor ich zur Wertung komme, ansagen. Es ist noch nicht genormt, aber es soll so sein, grün, ähnlich wie beim Straßenverkehr, freie Fahrt. Also das ist zum Beispiel der Fluchtweg, das ist der Waschraum, hier haben wir Erste Hilfe, ist grün. Verboten ist dann also jeweils rot, das ist falsch leider, das hätte dein gehört, kein Trinkwasser, Rauchen verboten, Feuerlöscher also bei Gefahr. Und nun kommen wir zur Wertung. Waschraum. Ist richtig, Erste Hilfe richtig, Taxi richtig, Friseur richtig, Treffpunkt ja, Rauchen verboten ja, Bushaltestelle, Abflug, bei Landung geht es nach unten. Dann haben wir hier Treppenaufgang, Feuerlöscher, Telefon. 1, 2, 3, jetzt wird es sehr spannend. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mal 130, es hat nicht ganz geklappt. Es sind 1430 und damit sind Sie Zweiter. Sieger wurde die Mannschaft Kabarett mit 1440 Punkten. Knapper geht's gar nicht. Freddy, und jetzt habe ich die Bitte, was wir ja schon angedeutet haben, dass Sie eventuell etwas aus Feuerberg jetzt vortragen. Geht es? Hier, Wasser brauchen wir nicht, es geht auch so. Freddy, das berühmteste Lied aus Feuerwerk heißt ja Oh mein Papa das und der hat ein bisschen Pech. Aus der Puste. Naja, Moment, ich rede ja noch eine Sekunde. Oh ja, bitte. Ein bisschen aus der Puste ist. Hatten wir auch noch nie, dass jemand gleichzeitig Kandidat ist und singt. Und das Hauptlied Oh mein Papa wird gar nicht vom männlichen Darsteller gesungen. Nein, normalerweise singt es die Iduna. Hm. Aber in meinem Fall, weil ich die Sitze voll machen sollte im Theater, ja, hat man gesagt. Nein, nicht so, Verzeihung, nein, nein. Um Gottes Willen. Ich meinte besetzen füllen, sollte. Füllen. Jetzt werden Sie singen. Völlig durchgedreht. Geht es? Einmal tief durchatmen. Hm. Und jetzt, jawohl. Oh mein Papa, Feuerwerk, Freddy. Freddy. Papa, wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seil, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand. Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Er lachte, ha, 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 und machte, ha, 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 ganz sachte, ha, 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 und rief, Ella hopp, 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 Ella hopp. Er ritt auf die Seil und rief immer zu, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Das konnte er machen 12 Mal ohne Mühe. Er strahlte glücklich und fürchte sich nie. Ella hopp, 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 Ella hopp. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler. Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschauen. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Ei, wie er lacht, sein Mund, sie sein so breit, so rot. Und seine Augen wie Diamanten strahlen. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine schöne Dank. Freue mich, dass es geklappt hat.
denn er durfte ja vorher nicht proben. Das war nur kurz vorher einmal durchzusprechen, denn während der Proben werden ja die Spiele und die Fragen hier trainiert und da durfte er nicht dabei sein. Und Sie hörten unser kleines Dalli-Dalli-Orchester, die Jochen Brauer Band. Und dabei auch unser musikalischer Leiter Heinrich Rittmüller. Wir kommen nach Kabarett gegen Feuerwerk nun zur zweiten Runde. Maritza gegen Fledermaus. Ich sagte schon, zwei Sängerinnen gegen zwei Komiker. Unsere beiden Sängerinnen kommen aus Wien. Die eine ist bei der Oper und macht dann und wann einen Abstecher in die Operette. Die andere singt mir Operette und macht dann und wann einen Abstecher zur Oper. Tür auf jetzt für Gertrude Jahn und Birgit Pitsch-Sarrata. Frau Jahn. Ich muss ja ein bisschen ausfragen. Sie haben zwei Prüfungen abgelegt, was selten ist, mit Summa Cum Laude, das also mit einer besonderen Auszeichnung. Sind Sie danach gleich an eine Oper verpflichtet? Ja, ich bin dann gleich nach Basel gekommen für zwei Jahre als erstes Engagement und habe dort sofort Orpheus, also eine Hosenrolle gemacht, eine besonders schöne, es hat viel Spaß gemacht und dann eben quer durchs Repertoire, und jetzt sind italienisches Sie Repertoire. Und jetzt bin ich an der Wiener Staatsoper. Und Salzburger Festspiele. Salzburger Festspiele, ich habe also verschiedene Festspiele auf der ganzen Welt schon gemacht, besonders mit Hosenrollen, Rosenkavalier, Cherubino und Komponist Ariadne. Und jetzt kommen schon langsam also die schwereren Wagner-Partien und die großen Strauss-Partien und sogar Mütterrollen muss ich jetzt übernehmen. Ja, Sie dann und wann machen Sie aber einen Ausflug in die Operette? Ja, sehr gern. Zum Beispiel Zigeunerbaron. Da spiele ich die Mutter von der Safi. Von ihr? Ja. Ja, Birgit, ich muss Sie auch nett begrüßen. Sie haben erst Oper gesungen? Naja, ich singe auch Oper, aber vor allem klassische Operette. Der Oper die Margarete, Michaela, Desdemona, Verkaufte Braut. Mhm. Aber eben Zigeunerbaron ist die paradoxe Situation, dass ich die Tochter von der Gertrude wäre. Ach, das ist ja nett. Und soviel ich weiß, sollten Sie heute Abend auf der Bühne stehen? Ich sollte in zwei Ländern auf der Bühne stehen. In Graz als Angèle im Graf von Luxemburg und in Belgien als lustige Witwe. Aber liebe Kolleginnen springen für mich ein. Das ist nett. Also sind Sie bei Dalli Dalli. Ja. Aus Zigeunerbaron, gibt es da etwas, was Sie beide zusammen schnell mal nur ansingen können. Ich mache das immer. Ganz kurze Stücke. Ja, dann wollen wir es mal probieren. Ei, ei, er lacht mich und er glaubt mir nicht für wahr. Er macht das Zweifel das Gesicht. Doch was bei Nacht der schöne Traum verspricht, das sei vollbracht, ich bin darauf erpicht. Ja, das genügt ja. Wunderbar, wir fangen gleich an. Maritza gegen Fledermaus. Und zuerst 15 Sekunden Zeit für ein Thema, das entweder Oper heißt, Inseln, Frühling, Hygiene, Kleidungsstücke oder 100 Mark. Wer möchte? Achtung, jetzt! Inseln. Alle Inseln, die Ihnen einfallen, 15 Sekunden lang. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Kreta. Helgoland. Elba. Herrenchiemsee. Korsika. Frauenchiemsee. Seychellen. Zypern. Mauritius. Fidschi. Helgoland. Tahiti. Tahiti. Sie sind dran. Sizilien. Bahia. Ja, ja, jetzt war es soweit. Sie waren dran, sie hatte nur wiederholt. Das ziehen wir ab, das ist kein Problem. Es waren aber immerhin 14. Ja, aber Helgoland und Tahiti war doppelt. Ja. Die müssen wir abziehen. Bleiben 12. 12 ist doch ganz gut. Muss, können Sie sehr zufrieden sein. Und jetzt wollen wir von Ihnen wissen, und Sie beginnen jetzt, wir geben 20 Sekunden, weil man meistens noch ein zweites Wort dazu sagen muss. Weshalb kann ein Mann zu spät nach Hause kommen? Sie beginnen. Moment. Dalli, Dalli. Büroarbeit. Schachspiel. Freundin. Bierklinik. Mutter besuchen. Heuriger. Schuhe verloren. Sakko verloren. Auto kaputt. Skat gespielt. Fahrrad gestohlen. Theater gespielt. Motorrad nicht. Schloss aufgebracht. Im Chor gesungen. Socken vergessen. Ja, das sind die Socken. Das sind ja Ausreden, weshalb ein Mann zu spät nach Hause kommen kann. Wie viele haben wir? Wir haben 15 Antworten und ich muss dazu sagen, dass ich hier alle Punkte gebe, aber dem meinigen würde ich nicht einen geben. So. 12 mal 15 sind 180. Jetzt alles mal 180. Sie sollen einkaufen. Und zwar stellen wir uns vor, Sie haben für die Familie lediglich 25 Mark zur Verfügung. Hier, wenn Sie mit mir kommen, haben wir so einen kleinen Tante-Emma-Laden, schon modern. Und unsere beiden Kandidatinnen sollen nun einkaufen. Aber bitte nur von diesem Regal, das haben wir genau eingerichtet. Ja, das ist nur Dekoration.
Sie nehmen jeweils ein Stück und geben es zu unserer Kasse. Da sitzt gleich unsere Frau Wolf dran. Und keins doppelt. Sie können also nicht nur diese Büchsen nehmen. Keins darf doppelt sein und immer nur eins rüber. Sie 30 Sekunden, Sie 30 Sekunden. Frau Wolf ist jetzt fertig, alles eingerichtet. Wunderbar. Und Sie können hier zwischendurch mal schauen. Dann wissen Sie, wie weit Sie sind. Bei 25 Marke Schluss, da geht es nicht mehr weiter. Achtung, Dalli, Dalli. Wir haben noch nicht so viel. Zehnmal. Stopp, wechseln, Sie sind dran. Sie können schon wieder Platz nehmen. Bin gespannt, was Sie so einkaufen, aber sehr gut bis jetzt. Erst 14 Mark, Sie können noch kaufen. Noch 8 Sekunden, Sie werfen das hin. Das geht natürlich vorsichtig sein. Und noch 2. Aus, stopp. Das war leider zu spät. Trotz des Werfens, aber es ging sehr gut. Sehr schön, das werde ich hier herstellen. Holen Sie sich jetzt aus, alles mal 180. Und die Damen haben nur eingekauft für 21 Mark und 35 Pfennig. Sie waren ja sehr, ja, man gibt auch teure Sachen dabei. Nur wollen wir schauen, ob irgendetwas doppelt ist. Meiner Meinung nach, ja, ein Glas müssen wir abziehen, das können wir nicht nehmen, aber alle anderen, glaube ich, können wir geben. 3, 5, 6, 7, 8, 9, Margarine 10, die wurde ja wuppdala, 11 und Bier 12. 12 mal 180. 2160. 2160 Punkte, wir gratulieren, Marisa. Sehr schön, eine gute Leistung, haben wir für den guten Zweck auch viel zusammen, was ja sehr schön ist. Und nun kommen wir zur Mannschaft Fledermaus. In dieser berühmten Johann Strauss Operette gibt es eine Paraderolle. Das ist der Gerichtsdiener Frosch, der jeweils von einem Komiker dargestellt wird. Unsere beiden sind regelrecht prädestiniert dafür. Beide sind klein, aber oho. Der eine kam aus Frankfurt hierher und kam mit dem Auto angefahren. Der andere ist Berliner, kam mit dem Flugzeug. Und wer viel fern sieht, kennt sicherlich diese beiden. Wir begrüßen jetzt Pitt Krüger und Kurt Schmidtchen. Pitt, Sie haben ja den Frosch, glaube ich, in Zürich gespielt. Den habe ich in Zürich gespielt, den habe ich in Hannover gespielt, den habe ich in Düsseldorf gespielt und dann noch an verschiedenen Theatern als Gast. Und Du Little, My Fair Lady haben Sie auch gespielt? Ja, über 600 Mal. Ich weiß sogar, wie das Stück ausgeht. Die kriegen sich am Schluss. So, das kann ich mir denken. Wie ist das eigentlich, Mann? Sie sind ja nicht sehr groß. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,64. Stört Sie das ein bisschen? Nein, ich leide überhaupt nicht unter fehlenden Zentimetern. Überhaupt nicht. Gar nicht? Überhaupt das nicht. Macht Ihnen nichts aus? Nein. Machen Sie sehr viel Fernsehen, ja. Silvestershow, ja. Und ich kann gar nicht alles aufzählen. Ja. Wie beurteilen Sie denn Ihre Chancen heute hier? Ach, das könnte ich Ihnen singen. Na, singen Sie mal. Ja. Mit einem kleinen Stück, mit einem kleinen Stück, gehen als Sieger wir von hier zurück. Na, warten wir mal ab, ob das so geht. Gut, Schmidtchen. Sie kennen ihn möglicherweise, wenn Sie die Fernsehserie sehen, Nonstop Nonsens. Ja. Da sind Sie immer dabei, ja. Mit Dieter Hallervorden? Mit Dieter Hallervorden immer dabei, ja. Jetzt 20 Folgen und wahrscheinlich werden noch weitere kommen. Ja. Am Ende sind Sie immer der Dumme, stört Sie auch nicht? Stört mich auch nicht. Sie wissen selber, wie schwer es ist, Leute zum Lachen, zum Unterhalten zu bringen. Und das macht eigentlich Spaß, ob man der Dumme oder der Kluge ist. Das ist spielen Sie noch Theater oder Kabarett zusätzlich? Ja, Kabarett, apropos Kabarett. Horst Buchholz hat vorhin erzählt von dem Metropoltheater von ganz frühen Zeiten. Emil und die Detektive. Emil und die Detektive. Und ich spielte damals den Emil und habe ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der Horst sich darüber auch noch erkennt. Ja, wir haben es uns besorgt. Hoffentlich können wir es einbinden an dieser Stelle. Das ist also ewig. Der eine sind Sie, der andere ist der Horst. Der, sehr, sehr hat den mitten zwei gespielt. Das ist ganz lustig. Ja, und ansonsten spiele ich auch noch Theater, beziehungsweise bei den Wühlmäusen ja sowieso immer jeden Tag in Berlin. Und glücklicherweise auch mal im Fernsehen was Ernstes. Ein kleiner Gangster oder sonst irgendwelche Scheiße. Kommt dann. Ist ja was Ernstes. Ist ja was ganz nun sind Sie ja kein Schmidt. Sie sind ja nur ein Schmidtchen. Ja. Wie groß sind Sie? 1,58. Edge. Und aber dass Sie nicht Schmidt
oben wie ein Schmidtchen, das macht ihn auch nicht. Das ist nur sehr komisch. Meine Frau, zu der sagt man dann immer Frau Schmidt, weil sie sich nicht trauen, Schmidtchen zu sagen. Und ich sage dann immer, er ist aber wirklich Schmidtchen. Und genauso ist es falsch, dass ich deshalb zum Theater gegangen bin, weil ich den komischen Namen nun mal habe. Aber der existiert wirklich. Ja, nun wollen wir mal sehen. Schmidtchen klingt ja wirklich gut. Pitt Krüger, wie es geht. Es geht gegen 2160 Punkte. Nehmen Sie bitte Platz. Das wird nicht einfach werden. Und zuerst müssen Sie ein Thema selbst wählen. Zwischen Oper, Hygiene, Kleidungsstücke, 100 Mark. Wer will? Achtung, jetzt! Frühling. 15 Sekunden Zeit. Wer will beginnen? Sie, Kurt? Bitte. Was fällt Ihnen ein zum Thema Frühling? Dalli, Dalli. Ostern. Schönes Wetter. Bunte Blumen. Sonne. Wiesen. Blauer Himmel. Wasser. Keine Wolken. Osterspaziergang. Grünzeug. Faust. Ostereier. Bunte Hasen. Schöne bunte Ostereier. Grünes Heu. Ja, es ist Hagel. Im Frühling grünes Heu ist schon ganz schön. Was meinen die Schiedsrichter? Wo die Eier drinstecken. Wie viel? Die Eier müssen wir wegnehmen. Bleiben 14. 14 ist ja gut. Jetzt 20 Sekunden. Und zwar wollen wir von Ihnen nun wissen, weshalb kann eine Frau zu spät nach Hause kommen? Sie beginnen. Da muss man ja mehr sagen, deshalb 20 Sekunden, meistens zwei Wörter. Ja. Dalli, Dalli. Taxi nicht gekriegt. Autobus verpasst. Liebhaber getroffen. Liebhaber nicht rechtzeitig fertig geworden. Noch die Karte aufnehmen müssen. Mit dem Anziehen. Taxi nicht gekriegt. Glatteis gewesen. Straßenbahn verpasst. Straßenbahn stecken geblieben. Ausgerutscht. Wegen Schnee nicht weitergekommen. Ins Krankenhaus gekommen. Gewitter. Gipsverband. Gipsverband wieder losgegangen. Ja, also jetzt reicht's. Alle gehen. Viel Gips, ne? Können wir alle 16 gehen? Nein, wir haben nur zwei Taxis. Ein Taxi nehmen wir weg, bleiben noch immer 15. Das ist schön, dann haben Sie jetzt 210 Punkte an dieser Stelle. Mhm. Und kommen Sie bitte mit mir. Sie sollen einkaufen, mal als Männer. Zusammen haben Sie 25 Mark zur Verfügung. Aha. Hier ist das Regal vom Tante-Emma-Laden. Das ist nur zur Dekoration. Sie dürfen nur immer eins nehmen, rüberlaufen und nichts darf nachher doppelt sein. Da ist Frau Wolf, da geben Sie es ab. Sie 30 Sekunden und Sie 30 Sekunden. 25 Mark jeder, oder? Nein, zusammen. Ja. Nach 30 Sekunden ich und der. Ja, nach 30 Sekunden, dann gut. Muss er aufhören. Achtung, er wird. Fang du an. Achtung. Dalli, Dalli. Nee, da, von dem nicht. Von dem Regal nicht. Weiter. Dazu mal 210. Wir haben, das kommt noch mit rüber, 20 Mark 8. Haben Sie gut eingekauft? Also jetzt den Herrn kann man bestimmt nicht mit Schmidtchen Schleicher verwechseln. Nein. Das ist richtig. Also das ist auch doppelt, das ziehen wir ab. Bitte Jury mit aufpassen. Sonst haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aber doppelt 10, die drei. 11. Nein. Welche drei? Ja, die drei Büchsen. Ja, noch eins, ja. Der Kleine hat Hunger. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was Salz. Ist doppelt? Zwei blauen Packungen. Also, 13 jetzt. Jetzt kann man 4, 7, 10, 13, der Zusatzpunkt ist 14. 14 mal 210. 2940. Eine Sensation. Die Stunde, die dritte Platz, die den Sieger und damit im Finale. Ganz toll. Liebe Dalli-Freunde, wissen Sie, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon mal so gegangen ist, wenn man so verwechselt wird, dann ist das meistens sehr komisch. Wenn man aber einen Bekannten trifft und spricht ihn mit einem falschen Namen an, dann kann das peinlich werden. Oder ein Kavalier geht mit seiner Dame aus
und spricht sie mit einem falschen Vornamen an, dann ist das schon also fatal. Und wenn Sie zu einem Rendezvous gehen und mit einem Mädchen, dann kann ich Ihnen empfehlen, reden Sie nicht so viel von anderen Mädchen. Unser nächster Gast kann Ihnen darüber direkt ein Liedlein, eine Geschichte erzählen, ein Liedlein singen. Bei uns zu Gast eine der wenigen echten, guten und modernen Sängerin deutscher Mundart. Für Sie nun Mary Rose. Ich stehe an der Ecke, unter Regen wäsch mein Haar, warte nur auf meinen Bus nach Haus. Ein Wagen hält und ein Fremder sagt, hey, ich bring sie ein Stück, das ist klar. Und ich steig ein, fahren sie immer geradeaus. Er bringt mich vor die Tür und ich lad ihn ein, erst trinken wir Tee, später Wein. Und dann zeigt er mir ein Bild von seiner Freundin Jane. Ich bin Mary und nicht Jane. Ich hab die andere noch nie gesehen. Dass du verliebt bist, kann ich verstehen. Ich bin Mary und nicht Jane. Stunden gehen, wir reden viel und ich glaube, dass er mir gefällt. Draußen nimmt die Nacht das letzte Licht. Erst küsst er meine Hand, dann küsst er meine Lippen und ich werde schon beinahe schwach. Doch dann sag ich ihm, mein Freund, so geht das nicht. Ich bin Mary und nicht Jane. Ich hab die andere noch nie gesehen. Wenn du sie lieb hast, dann musst du gehen. Ich bin Mary und nicht Jane. Er schaut mich an und sagt, das kann nur eine Lüge sein. Ich bin Mary und nicht Jane. Und weiß, ich werde nie mit dir gehen. Du hast ein Mädchen, die ist so schön. Ich bin Mary und nicht Jane. Mary und nicht Jane. Nun kommen wir zu unserem Spiel, die Dalli-Tonleiter. Daran können sich zwei Gäste aus dem Saal beteiligen. Da stelle ich Fragen und wenn man eine richtige Antwort gibt, muss man sich erst muss man sich melden, dann kann man die richtige Antwort geben. Und dann geht man so nach oben und wer dann zuerst das hohe C erreicht hat, ich zeige Ihnen das mal so ungefähr. So soll das Ganze dann gehen. Und nun will ich mich mal umschauen. Wer möchte gern, wer hat Lust? Dort meldet sich eine, der Herr dort mit, wenn Sie kommen wollen, die Dame, ja. Sie hat sich wohl als Erste gemeldet, bitte sehr. Und hier haben wir einen Herrn, einer von den beiden. Wer will da kommen, die nebeneinander sitzen? Wollen Sie sich einigen? Gut, der Herr geht. Schön. Guten Abend. Ich grüße Sie. Dankeschön. Die anderen Herren wollen wir auch begrüßen. Kennen Sie sich? Weil Sie so freundlich zueinander, aber es ist nett, dass Sie sich, das ist reizend. Wer sind Sie denn? Brigitte Hasel, komme aus Rosenheim. Aus Rosenheim, Frau Brigitte Hasel. 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 Ja, Hasel. Wie ein Osterhase. Wie ein Osterhase, Hasel. Nein, Sie rennen immer so weg, ich tue Ihnen nichts. Sonst sind wir nachher drüben am Vorhang, wenn Sie noch ein bisschen näher kommen. Aus Rosenheim, was machen Sie denn beruflich? Ach, ich bin Verwaltungsangestellte in einer Behörde, als Sachbearbeiterin. Welches Gebiet? Lohnabrechnung. Lohnabrechnung. Sehr trocken. Ja. Auch wenn man Geld abrechnet, ist doch ganz schön. Wenn es einem nicht gehört, dann ist es leider nicht so schön. Ja, da haben Sie allerdings recht. Haben Sie noch eine Lieblingsbeschäftigung, wenn Sie die Arbeit... Ja, Bergsteigen. Bergsteigen. Alles, was mit Natur zu tun hat und so. Mhm. Welches war denn der höchste Berg, den Sie erklommen haben? Gran Paradiso, 4013 Meter. 4000 Meter? Ja. Braucht man ja gar nicht zu, dass Sie da hochgekommen sind. Wie viele Personen waren Sie denn da?
Zu viert. Mit meinem Mann und zwei Freunden von uns. Und Sie haben es geschafft, durchgehalten. Ja. Haben die Männer eher schlapp gemacht oder Sie? Na, gleich. Gleich. Wir haben nicht schlapp gemacht, haben wir schon geschafft. Haben wir geschafft. Wie lange sind Sie dann dort geblieben oder gleich wieder abgestiegen? Gleich wieder runter, weil es furchtbaren Nebel gehabt hat. Mhm. Leider. Wir haben immer das Pech mit dem Wetter. Naja, kann ja nächstes Mal besser werden. Kommt ja Glück. Herr Kirchner? Mit Franz. Franz Kirchner. Ich komme aus Eching, das liegt bei Freising. Mhm. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Industriekaufmann im Außendienst, verkaufe unter anderem diese Piktogramme, die Sie vorhin gezeigt haben. Na, das ist ja herrlich, dass Sie die verkaufen. Ist ja doch interessant, aber die sind nicht genormt, diese Dinge. Ja, es besteht eine gewisse Norm. Sie wissen ja, sind zu den Olympischen Spielen 72 in München damals entwickelt worden. Ja. Und unsere Firma stellt die jetzt her. Naja, jetzt haben Sie aber genug Reklame für die Firma gemacht. Haben Sie noch ein Hobby, Lieblingsbeschäftigung oder Tja, ich spiele Volleyball und Tennis aktiv. Mhm. Tennis, Vorhand besser, Rückhand? Ja, ich glaube, die Vorhand ist besser. Meine Stärke liegt im Überkopfspiel. Wie Überkopfspiel? Das Überkopfspiel, also der Schmetterschlag. Ach so, da sind Sie ganz stark drin. Und das haut hin? Ja, meine Kollegen sagen, ich mache die Plätze kaputt. Oh, so ein Starken. Ja, also jetzt machen Sie mir den Stuhl nicht kaputt. Nehmen Sie dort bitte Platz, Sie nehmen hier Platz. Dann bekommen Sie von mir einmal ein Knöpfchen. Sie, wollen Sie einmal probieren, einmal draufdrücken? Sehen Sie, so geht das Ganze. Dann muss ich es wieder freigeben. Jetzt gehen wir auf Null und jetzt geht's los. Sie auch nochmal probieren. Sehen Sie, es klappt beides. So, jetzt fangen wir an. Frage 1. Möglichst schnell, wer zuerst drückt, der hat den Zuschlag. Ja, da brauchen Sie es noch nicht zu sagen. Erst einmal Zuschlag. Was ist das Gegenstück zu Stereo? Mono. Sie ist Mono. Schneller? Nein, nein. Erst wenn das Licht kommt. Sie sind es? Mono. Monos, richtig. Damit haben Sie das Sehere. Sie brauchen gar nichts zu sagen. Erst mal drücken, das ist wichtig. Wie nennt man die erste Ausfahrt eines neuen Schiffes? Jungfernfahrt. Jungfernfahrt, sehr gut. Beide sind jetzt beim C. Ich glaube, einen Applaus haben Sie verdient. Sie sind beide ein bisschen munterer werden hier, dass es klappt. Achtung, wie nennt man einen langlebigen Schlager? Sie war schneller. Evergreen, sehr schön, gut. Und jetzt eine schwierige Frage. Ich bin gespannt, ob Sie es wissen. Welche Aufgabe erfüllt die Bundesversammlung? Es gibt die Bundesversammlung. Welche Aufgabe erfüllt sie? Bitte? Mithilfe bei der Gesetzgebung. Nein, ist leider falsch. Den muss ich Ihnen wegnehmen. Die kriegt er dazu, wenn man was Falsches sagt. Sie wissen es nicht. Sie brauchen es nicht zu sagen. Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten. Nicht? Da gehört Bundestag und Länderparlamente und Länder sind dabei. So, wir kommen zur nächsten Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Ägypten? Sie war schneller. Kairo, sehr schön. Damit haben Sie das eh. Eine Scherzfrage. Aufpassen. Welcher Träger trägt und wird doch selbst getragen? Sie sind es? Der Hosenträger. Richtig, gut, der Hosenträger. Damit haben Sie das F erreicht, Sie sind beim D. Sie drückt schneller. Sie drückt schneller. Dabei haben Sie doch den Hammer drauf. Drücken Sie auch so. Vielleicht. Heinrich Riedmüller spielt Ihnen eine bekannte Melodie an. Sie nennen bitte den Titel. Jetzt sind Sie schneller gewesen. Was kommt von draußen rein? Ja, richtig, das war's. Wunderbar. Wer moderiert jetzt die Sendung Musik ist Trumpf? Jetzt war er wieder schneller. Harald Junke. Auch richtig, gut. Oh, das wird ein spannendes Rennen heute. Beide sind beim F. Wer zuerst das hohe C erreicht, ist Sieger. Was bedeutet die Abkürzung BKA? Bundeskriminalamt. Ja, Sie sind in Führung gegangen. Nächste Frage. Was verbindet die beiden Schlagersängerinnen Mary Rose und Tina York? Sie sind Schwestern. Ja, Bruder. Ist richtig, wunderbar. Ah, wieder eine Scherzfrage. Jetzt ist er schneller geworden, ja, nicht? Merken Sie? Zu langs. Was ist der Unterschied, Scherzfrage, zwischen einem 15-jährigen Mädchen und einem 17-jährigen Mädchen? Na, 2 Jahre. Ja, das ist richtig, 2 Jahre. Hab's beinahe gehört, Vorsagen. Sie sind beim H, Sie sind beim F. Sie müssen jetzt ran, um noch etwas zu schaffen. Achtung. Welches ist das kleinste Land der Bundesrepublik Deutschland? Bremen, ja. Richtig. Beim G. Bei welcher Schweizer Stadt liegt der Rheinfall? Schaffhausen. Gewonnen! Sieger, wir gratulieren.
Sie sind Sieger, Sie sind zweite Siegerin. Dafür können Sie besser Berge steigen. Ja, Sie sind beim G und da haben Sie was gewonnen. Sie sind erster Sieger. Wir beide wollen uns erst einmal hier unterhalten. Wenn Sie so nett sind, sich hier einmal herzustellen. So, und dann kommen Sie noch ein bisschen vor, damit wir so einen Vergleich haben. Geht es? Und jetzt gucken Sie mich mal an. Ausnahmsweise nett. Ihr Mann wird nichts dagegen haben. Unsere Zuschauer zu Hause sehen es. Das bekommen Sie erst einmal. Eine kleine Skizze. Und dann sind Sie gekommen bis zum G. Greifen Sie hinein. 100 Mark, 200 Mark, G ist 300 Mark. Was Sie gewonnen haben, richtig durchrühren. Wollen wir mal sehen. Ja, jetzt schauen wir. Schauen wir mal beide. Sie haben gewonnen, 300 Mark, einen Staubsauger. Den bekommen Sie auch, kann man immer gebrauchen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und nun kommen wir zum Sieger. Sie sind so nett. Frau Monika kann es halten. Gucken Sie mich doch mal an. So wollen wir mal sehen. Vielleicht können wir das auch zeigen. So. Dieses Bild bekommen Sie auch. Danke. Und dann wird Ihr Preis nun gezeichnet. Sie wissen, wen wir dazu da haben. Der gehört ja zu unserem Team. Es ist Oskar. Was haben Sie wohl gewonnen? Das sieht so nach Fernseher, tragbares Fernsehgerät, oder? Ein tragbares Farbfernsehgerät. Oskar, wir müssen es schneller umdrehen. Danke. So, hier, das gehört Ihnen, können Sie nachher mitnehmen. Da werden sich meine Töchter freuen. Ganz sicher. Und wir haben ein bisschen Ostern noch gemacht, obwohl es ja in Österreich ein bisschen später läuft, diese Sendung. Und das gehört Ihnen. Und ich würde vorschlagen, nehmen Sie Oskar mit. Es gab überall jetzt Oskar in Amerika. Jetzt können Sie sagen, ich hatte auch einen Oskar. Ja, er bringt Sie zum Platz. Bitte schön. So, und wir machen gleich weiter. Spielen den dritten Platz, Feuerwerk gegen Maritza. Und zwar spielen wir Ihnen jetzt etwas vor. Und zunächst müssen Sie ziehen eine Zahl zwischen 50 und 75. Das ist Ihr Multiplikator. Ja? Sie haben die Zahl 55. Alles nachher mal 55. Und jetzt Elke. Das war ja ganz knapp vorhin. Ja. Bitte sehr. 10 Punkte. Die Zahl 75, Sie sind für... Oh, damit haben Sie schon einen Vorsprung. Ein bisschen Glück gehört dazu. Wir wollen Ihnen etwas vorspielen, Sie sollen die Fehler feststellen. Es ist jetzt circa 90 Jahre her. Da hat Heinrich Schliemann in der Türkei gegraben. Er fand dann Troja und auch ein bisschen Gold. Und unser Autor Horst Pillau hat die entscheidenden Stunden seinerzeit nun notiert, festgehalten in szenischer Form. Aber es sind Fehler dabei. Achten Sie auf Dekorationen, Kostüme, auf den Text. Was könnte nicht stimmen? Sie können es aufschreiben. Und ich will noch schnell sagen, wer mitspielt. Da haben wir unseren Heinrich Schliemann, das ist Eckehard Fritsch. Seine Frau Sophie ist Henriette Gonnermann. Und dann haben wir Armin Effendi. Es ist, jetzt habe ich doch den Namen, doch, tun Sie, sowas kann auch mir passieren, dass ich das nicht richtig habe. Der Bernd Helfrich, dabei wird er mir wahrscheinlich böse sein. Nun also, für Sie Vorhang auf, wir gehen nach Troja. Wer da? Ich bin es, Heinrich. Ach, Sophie. Heute werden wir das wirkliche Troja entdecken, nachdem 9 Schichten darüber lagen. Hast du die Arbeiter weggeschickt? Ich habe ihnen für heute freigegeben. Gut. Ein paar von ihnen haben übrigens wieder Sumpffieber. Wir haben doch noch genug Penicillin? Ja, ja. Aber jetzt voran. Sophie, jetzt werden wir es den Fachgelehrten zeigen, die mich einen Dilettanten, einen Phantasten nennen. Ich spüre es in meinem Herzen. Hier war der Palast des Pharao. Mein Troja wird auferstehen wie Felix aus der Asche. Ich habe immer an dich geglaubt, Heinrich. Wer die Pyramiden und die Sphinx ausgegraben und den Schatz im Silbersee gehoben hat, der wird auch die Burg von Tutanchamon aufspüren. Ach. Achtung, Heinrich! Ach, das macht mir nichts aus. Ein Schimmer von Gold. Sophie, das ist der Schatz! Gold! Lauter Gold! Eine goldene Schnabeltasse, ein goldenes Diadem, eine goldene Uhr, goldene Feuerzeuge, goldene Taschenrechner. Und hier eine goldene Kette. Für dich, meine schöne Helena.
Und das, hallo, ist der goldene Tomahawk, die Streitaxt von Inchuchuna. Eine Statuette des Manitou. Und da, sie, Nofretete, endlich. Das ist der Beweis. Hier ist der Palast. Nofretete, die Frau Alexanders des Großen. Wie schön sie war. Wir müssen die Schätze heimlich nach Athen schaffen. Am besten mit einem Helikopter. Hoffentlich merkt Armin Effendi nichts. Psst, da kommt er. Schnell. Oh, Armin Effendi, welche Ehre. Nun, habt ihr Wertgegenstände entdeckt? Nein, überhaupt nicht. Aber ich spüre es. Hier, der Homer hat es genau beschrieben. Hier ist Troja. König Faruk möchte wissen, ob ihr Gold entdeckt habt. Schätze. Schätze nicht, nein. Oh, welch schöne Kette ihr habt, Madame. Verheimlicht mir nichts, Dr. Schliemann. Wie könnte ich, Armin Effendi, bei eurer Aufmerksamkeit... Übrigens, ich glaube nicht, dass ihr wirklich Troja war. Doch, ein Hirngespinst von euch. Was war das? Ein Pferd? Ein Pferd? Ein Pferd? Hier? Vielleicht ein Grubenpferd. Ein Grubenpferd? Ein Grubenpferd? Heinrich, mir graut es hier. Da! Das trojanische Pferd aus der spanischen Hofreitschule. Das ist der endgültige Beweis. Dies ist Homers Troja. Jetzt fehlt nur noch Odysseus der Listenreiche. Nun, dem Manne kann geholfen werden. Odysseus war Horst Kinscher. Und Sie müssen jetzt einen Bogen abgeben. Sie haben ja mit Blaubogen geschrieben. Ja, wir können auch den Blaubogen, ja, Sie können es. Kann ich besser lesen? Dann nehmen Sie den, das ist ganz egal. Das kriegt jetzt hier Brigitte. Die Mannschaft, die 75 Punkte hat als Multiplikator, muss beginnen, damit Sie noch ein bisschen lesen üben können. Vielleicht können Sie dadurch einige Punkte wettmachen. Was war Ihrer Meinung nach alles falsch? Achtung, klar, können wir? Dalli, Dalli. Oh, das ist der Lichtenreiche, Heinrich Mikael. Nein, jetzt kommt er erst. Der Pyramide. Armbanduhr. Tropenhelm. Helikopter. Brille. Frau Alexanders. Penicillin. Nofrotete. Schatz im Silbersee. Tomahawk. Helena. Helena, die Axt, diese Dings da. Ja, ja. Tomahawk, ja. Manitou. Felix Asche. Manitou hatten wir 15. Spanische Hofreitschule. Ach so, das war in der Zeit. Ja, natürlich in der Zeit. Das sind 15 Sekunden. Spanische Hofreitschule gilt nicht mehr. Tomahawk war doppelt und die Helena ist richtig. Beide ziehen bei abgeben wir 13. 13. 13 mal 75. Das ist 975, die Sie jetzt haben. Wird sehr spannend. Jetzt Sie beide. Mal 55. 15 Sekunden, wollen Sie beginnen? Achtung, Dalli, Dalli. Räuberzitat. Sphinx, Dekoration. Hofreitschule. Pyramiden. Faruk. Pharao. Effendi, Anrede. Felix aus der Asche. Helikopter. Silbersee. Alexander. Tutanchamun. Nofretete. Taschenrechner. Tomahawk. Uhr. Schöne Helena. Manitou. Feuerzeug. Alexander der Große. Felix. Kostüm. Ja, Moment, Kostüm. Oh. Kam noch mit dem Gong das jetzt. Ich kam noch mit dem Gong. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das hatten wir ja selbst. Wir sind der Meinung, das war Spitze. Na, nun bin ich Nicht viele ab. Also, Effendi, die Anrede war richtig, Helena war richtig und Phoenix war doppelt. Nur drei ab. Drei ab, das sind dann 22, weniger 3 sind 19. Spitze kommt dazu, 20. Helena war richtig. Ja, war richtig, das wird dann abgezogen. Dann müssten wir auch noch abziehen. Das war schon, also würde gar nicht reden jetzt. 20 mal 55, das ist klar. Dann haben Sie 1.100 und damit sind Sie guter Vierter. Möchte mich bedanken. Dritter Platz für die Mahlzeit. Eine Sensation, eine Überraschung. Hätte ich kaum geglaubt, dass Sie das geschafft haben. Das war also unser Spiel um den dritten Platz. Liebe Dalli-Dalli-Freunde, ich freue mich, Ihnen nun einen Allround-Künstler vorstellen zu können. Er hat im Fernsehen seine eigene Sendereihe. Er kann reimen wie kein Zweiter. Er sagt von sich, er kann nicht singen und kam dennoch in die ZDF-Hitparade. Es ist Heinz Schenk. Heinz Schenk hat über viele Dinge gedichtet. Die Lieder im blauen Bock stammen größtenteils aus seiner Feder, aber er hat noch nie über ein Kleidungsstück etwas gesungen. Das hat er sich aufgehoben und vielleicht kommen Sie mit. Das ist hier ein Frack, schöner Frack, ich habe keinen. Und sehen Sie sich das Ding mal genau an. Mit ihm befasst sich nun der zurzeit bekannteste Hesse, Heinz Schenk. Der Herr
Müller wollt zur Hochzeit einen Frack mit gutem Sitz, den er sich sogleich bestellte bei dem Schneidermeister Schmitz. Jener hat ihn angemessen, hat ihn viermal angeprobt. Da hat plötzlich der Herr Müller, was nicht schön war, sich entlobt. Zufällig kam ein Minister für Soziales und Kultur, und der hatte außer Ämtern auch die gleiche Frackfigur. Ihm gefiel der Frack auf Anhieb, ja, er fand ihn wirklich schick, und so macht der Frack Karriere in der großen Politik. Doch man wechselt die Parteien, und schon nach der nächsten Wahl kamen andere ans Ruder, dieser Vorgang war normal. Unser Frack war überflüssig und er wurde über Nacht von der Frau des Herrn Ministers zu dem Frackverleih gebracht. Nun begann für ihn ein Leben, er war einfach überall. Man sah ihn bei Staatsempfängen und bei manchem Maskenball. An sehr vielen kalten Buffets wurde beim Andrang er beschmiert. Mit der Zeit hat er gelitten und er wurde ausrangiert. Man hat ihn zum Müll geworfen, Gott fand ihn der Bauer Schmidt und nahm ihn, da er sehr sparsam, rasch auf seinen Acker mit. Da steht er als Vogelscheuche einsam draußen auf dem Feld. Ja, das ist der Lauf der Dinge hier auf dieser schönen Welt. Die Moral von der Geschichte, so wie ihm geht's vielen hier. Heute noch auf stolzen Rossen, heute noch ein großes Tier, morgen schon total verschlissen, unmodern, mit viel Geschmack, abserviert und fortgeschmissen, ganz genau wie unser Frank. Schenk. Ja. Heinz, erst einmal vielen Dank, dass Sie zu uns hier gekommen sind. Und ja. Heinz Schenk verschenkt in seiner Sendung immer so Bambles, wer ja. da mitmacht. Ja, ich habe auch wieder einen für dich. Das bitte. Ist ja reizend, werde ich mir gleich an. Aber jetzt habe ich auch etwas für dich. Ja? Weil du vom Frack gesungen hast, wollen wir dir auch etwas schenken. Einen kleinen Frack. Ein Dalli-Dalli-Frack für Heinz Schenk. Ich hoffe, dass mich das Fernsehen nie so klein kriegt, dass ich in diesen Frack passe. Wieder gut. Vielen Dank. Ciao. So, liebe Freunde, wir kommen jetzt zu unserem Spiel für zwei. Ausgelost wurde für diese Sendung das Thema Segelsport. Und das Glück, hier dann ausgelost zu werden, hatte ein Ehepaar. Es wohnt in Hahn bei Düsseldorf. Ich bitte nun zu mir vor die Kameras Frau Gerhild und Herr Hans-Erich Börner. Wer will das Mikrofon halten? Ja. Segeln Sie, gnädige Frau? Ja, seit letzten Jahr, seit Oktober letzten Jahres, da habe ich meinen A-Schein gemacht und da versuche ich mein Glück eben. Segeln Sie auch? Nein, ich bin nicht Segler, aber ich bin passionierter Jäger. Und da wir wissen, dass die Holländer im 14. Jahrhundert schnelle Schiffe entwickelten, und zwar kleine Segelschiffe, und die Yacht nannten, ist die Verbindung, das nennt man dann Jäger, Verfolger, ist die Verbindung von Segeln meiner Frau zu meiner Yacht hergestellt. Ja, da haben Sie so haben Sie eine Verbindung. Arbeiten Sie? Ja, ich bin Auslandskorrespondent. Arbeiten meine ich jetzt, arbeiten tut man immer, also, auch im Haushalt. Ich meine ja, jetzt nur ich, zusätzlich. Halbtags bin ich beschäftigt und sonst im Haushalt als Halbtagsbeschäftigte. Und bin ich Auslandskorrespondentin in der Exportabteilung eines Ingenieursbüros. Und was machen Sie? Ich bin graduierter Elektroingenieur bei Deutschlands größtem Stromerzeuger und Verteiler und leite eine Netzgruppe in Düsseldorf. Wo können Sie denn, wenn ich fragen darf, segeln? Düsseldorf, auf dem Rhein geht das ja kaum. Nein, aber in der Nähe von Düsseldorf liegt der Unterbacher See und in meinen Ferien segle ich auch auf dem Wörthersee. Das ist sehr schön. Fern sich die Österreicher sehr. Ja. Sie steigen ein bei ihr. Ja, als Vorschutzmann. Ja, und sie ist sicher. Ja, ja. Sie vertrauen ja, sich. Also. Ich habe mich ihr anvertraut schon vor 15 Jahren, nicht? Dann
dürfte das auch noch 15 Jahre weitergehen mit dem Segeln. Nicht? Also, ach so, ja, ja. Ich dachte, mit 30 Jahren wollten Sie dann aufhören mit Ihrer Frau. Das ist nicht der Fall. Ne? Gut. Ja, und nun kommen wir zu dem Mann, der hier die Fragen stellt. Ich habe ihn schon eingangs erwähnt. Der ist ja zweifacher Kapitän. Einmal steuert er eine Düsenmaschine. Er ist bei der Lufthansa, außerdem auf dem Boot Kapitän. Er ist deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Man kann sagen, er ist der erfolgreichste Segelsportler Deutschlands. Willi Kuhweide. Ich habe schon einige Erfolge angesprochen. Olympiasieg, ist das mehr noch als die Weltmeisterschaft? Das Publikum beurteilt es höher, aber fachlich gesehen ist eine Weltmeisterschaft höher anzusiedeln. Und Sie haben das so lieb aufgezählt. Wenn man aber dabei bedenkt, dass das über 25 Jahre gegangen ist, dann plätschert es gut dahin. Nun ja, aber es plätschern andere noch länger und erreichen nicht diese Erfolge. Sie sind Berliner. Wo kann man denn in Berlin, also im Anfang, jetzt müssen Sie ja für die Lufthansa in der Bundesrepublik sein, wo kann man denn da überhaupt segeln? Genügt das Gewässer in West-Berlin? Offensichtlich, sonst hätte ich wahrscheinlich diese Erfolge nicht erringen können. Das ist Berlin gut. Verfügt über ganz hervorragende Gewässer. Ich selbst bin auf dem Wannsee groß geworden. Und ich glaube, man lernt da wirklich die hohe Schule des Segelns. Ich habe also nicht viel Ahnung vom Segeln. Was ist denn der wichtigste Wind? Der Rückenwind? Kommt drauf an, wo Sie hinwollen. Jetzt wollen wir mal darüber gehen. Darf ich Ihnen mal bekannt machen? Herr Kuhweide, Frau Börner, Herr Börner, Sie haben die Fragen da. Ja. Und zwar sollen Sie drei Fragen ziehen. Die vierte stellen wir, ist so eine optische Frage wieder. Da wollen wir Ihnen etwas vorlegen. Ach, Sie haben die ganze Briefpost noch mit eingestellt. Alles dabei. Macht nichts. So. Wenn Sie so nett sind, drei Aufgaben zu ziehen. Bitte sehr. Ich hoffe, dass die Aufgabe dabei ist, die Sie schon angesprochen haben. Die Sie beantworten können. Hoffentlich sind es die richtigen. So, diese drei, so, die anderen nehme ich hinweg, die optische. Sie können schon rübergehen und den ersten Briefumschlag öffnen. 300 Mark haben Sie. Wie viel wollen Sie riskieren? Ja, 250 vielleicht mal. Gleich mit 250 gehen Sie los. Bitte sehr, um 250 Mark. Bitte. Die Frage lautet, in welchem Jahr fanden die ersten olympischen Segelregatten statt? Im Jahre 1900 in Paris-Moulins, und zwar der deutsche Segler Martin Wiesner in der 1- bis 2-Tonnen-Klasse. Dem ist nichts zuzufügen. Ich finde schon, es war ein Berliner. Ja, es war genau. Ein Berliner und seine Crew hieß Georg Naue, Heinrich Peters, und Ottokar Weise. Jetzt muss ich mich mal hinsetzen. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn das alles gelernt? Das ist ja. Das ist ja. 550 Mark, Ihr Einsatz. 500 Mark. 500 Mark, bitte. Die Frage ist eigentlich zu einfach. Ja, wollen wir sehen. Für so einen Experten. Na, welche Bootsklasse wird 1980 aus dem olympischen Programm gestrichen? Welche andere kommt wieder hinein? Das Tempest wird gestrichen und dafür kommt Starboot wieder rein. Ja. Wenn ich dazu mal was sagen darf, die Antwort ist absolut richtig. Das ist ein Phänomen, vielleicht mit einem Wort zu dokumentieren aus der Boxerei. They never come back. Starboot war lange olympische Bootsklasse, ja. Ist dann rausgeschmissen worden, wie wir das betituliert hatten, und ist jetzt wieder im Programm. Das ist ein Phänomen. Gut, aber richtig beantwortet. 500 Mark dazu. Wunderschön. 1050. Frage 3. Ja, ich wage mal 1000. 1000 Mark. Ja. Ist gut gewagt. Ja. Na, wollen wir mal sehen. Wie groß ist jeweils die Crew in den folgenden Bootsklassen? A. Findingi, B. Soling. Na, machen wir erstmal eins. Drei sind es. Findingi. Findingi ist ein Einmannboot. Also richtig. Einhand ist Einmann. B. Soling. Soling ist Dreimann-Kielboot. Richtig. C. Tornado. Tornado? Das ist Tornado ist ein Katamaran. Und kann mit Trapez gesegelt werden. Ja, wir wollen wissen, wie viele Mann sind da drin? Das eine ist ein... Er hat es ja erst richtig gesagt. Zwei ist richtig. Zwei ist richtig. Also wir wollen, er hat es richtig gesagt. Alles richtig. Also 2050. Und da sitzt jemand, ist das Ihr Kind, das da so zittert? Ja, komm noch mal zu mir. Sie sitzt da, ich muss Ihnen das vielleicht zu Hause machen. Oh, mach so und so und so. Du bist ja so nervös. Wie heißt du denn? Erzähl Tanja. Uns. Tanja Borner. Tanja, und du zitterst um deine Eltern, nicht Tanja? Ja. Komm, jetzt bleibst du mal bei mir. Nur wollen wir mal sehen, ob wir es schaffen. Und so viel Geld, nicht? Kriegst du schon Taschengeld? Ja. Wie viel denn? Eine Mark. Eine Mark. Und die haben 2050. Nur wollen wir sehen, ob es dabei bleibt. Letzte Frage. Wie viel wollen Sie riskieren? Das ist die optische Frage. Darf ich darum bitten?
Setzen? Erstmal setzen, ja. Das ist ja jetzt der Schluss, nicht? Ja, ist der Schluss. Ist der Schluss. Nun? Ja, ich riskiere mal alles. Alles? Ja. Alles. So, dann wollen wir Sie lesen bitte vor die Frage. Die Frage lautet, erklären Sie bitte dieses Segelzeichen. Dann gehen wir mal nach vorne. Kommt erst nach vorne, lassen Sie sich Zeit. Was bedeutet dies? Das ist das als Enterbeil. Ja, wie nennt sich die Bootsklasse? Pirat. Immer sagen Sie es laut. Pirat ist ein Enterbeil, Pirat. Sie ist so nervös. Pirat ist richtig. Was bedeutet das G? Das ist für Deutschland. Germany. Und Österreich ist OE. Ja, für Österreich ist OE, was bedeutet ja. 976? Dann hätten Sie es geschafft. Die Registriernummer. Des Bootes. Des Bootes, ja. 100%. Ja. Aber Sie haben gezittert. Oh, darf ich noch schnell ganz kurz einen Gruß durchsagen? Nein, nun machen Sie noch den Gruß, die Zeit haben wir auch noch. Ja, ich möchte all denen danken, die mir Glück gewünscht haben und mir geholfen haben. Und ganz herzliche Grüße an meine Nachbarn und an den Serfauser Skigruppe. So, dann haben wir sie alle. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Hat ja gut geklappt. So, Sie sind so nett, hier zu helfen. Wir haben beim letzten Mal ausgelost Uhren. Spezialgebiet kamen natürlich nicht so viele Karten, das kann ich Ihnen schon abnehmen. Und alle Einsendungen haben wir aufgeteilt auf diese 24 Körbe. Wollen wir erstmal den Korb festlegen. Achtung, Dalli, Dalli. Korb 23. Monika, Sie ziehen. Und dann werden wir sehen, irgendwo hineingreifen. Wen laden wir ein? Edelgard Mazurek, Hückeswagener Straße 56 in 5270, Gummersbach 1. Ja, Gummersbach, Handball kennt man. Falls meine Karte gezogen wird, möchte ich zum Thema Uhren mit meinem Mann Paul Mazurek zu Ihrer Sendung kommen. Sie sind eingeladen zur nächsten Sendung. Lieber Herr Kuhweide, Sie werden ja wahrscheinlich an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen. Ho! Ja? Nein. Vorher müssen wir uns qualifizieren. Und das findet in diesem und im nächsten Jahr statt. Und erst wenn das positiv gelaufen ist, können wir darüber reden. Also wir drücken alle die Daumen und dass es zur Medaille reicht. Man soll nicht immer gleich an die Goldmedaille denken. Richtig. Vielen Dank, Willi Kuhweide. Vielen Dank. So, und wir machen gleich weiter. Ein neues Thema. Lokomotiven, Udo Jungs, Brieftauben, Orchideen, Bundesliga, Kleingarten, was wir auslosen. Dalli, Dalli. Brieftauben. Ah, ein ganz interessantes Thema. Wer davon etwas versteht, Sie können sich beteiligen, Postkarte schicken, Partner mit angeben, wenn er nicht im gleichen Hause wohnt, auch die Adresse. Sie schreiben entweder an das ZDF, Kennwort, Dalli Dalli, Postfach 201010, 8000, München 2, oder an ORF, Kennwort, Dalli Dalli, 1136, Wien. Einsendeschluss, und nun muss ich Ihnen etwas sagen, weil ja diesmal ausnahmsweise die Sendung versetzt ausgestrahlt wird in Österreich für die deutschen Zuschauer, also deutsche Postkarten bis 23. April am Montag, und wer in Österreich wohnt, der in Österreich einsteckt, weil es ja später gesendet wird, am Montag, den 30. April. So, nun kommen wir zum Finale. Kabarett gegen Fledermaus. Drei Aufgaben, eine gesondert, die beiden anderen gemeinsam. Und zwar beginnen wir mit einem langen Satz. Und ich gebe ein Wort. Sie sollen darüber 40 Sekunden reden. Sie müssen das erste Wort wiederholen, ein zweites anfügen, Sie zwei wiederholen und das dritte. Mhm. Das Wort heute soll was sein? W-A-S. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Was? Kann. Was ich kann? Was kann ich? Was kann ich heute? Was kann ich heute tun? Was kann ich heute tun um? Was kann ich heute tun um den? Was kann ich heute tun um den Intendanten? Was kann ich heute tun um den Intendanten des... Was kann ich heute tun um den Intendanten des ZDF? Was kann ich heute tun um den Intendanten des ZDF günstig... Was kann ich heute tun um den Intendanten des ZDF günstig zu... Was kann ich heute tun um den Intendanten des ZDF günstig zu beeinflussen? Was kann ich heute tun um den Intendanten des ZDF günstig zu beeinflussen? Mich? Was kann ich heute tun, um den Intendanten des ZDF günstig zu beeinflussen? Mich in... Was kann ich heute tun, um den Intendanten des ZDF... Ja, das war aber gut. Trotzdem müssen wir leider eins abziehen. Am Anfang war es mal ziemlich durcheinander. Also eins ziehen wir ab. 15, Spitze kommt dazu, 16. Was wollen Sie denn nun mit dem Intendanten? Jetzt interessiert es mich. Na, zum Beispiel dazu kriegen, ihn öfter zu engagieren. Ne? Oh, oh, danke. Entschuldigung, aber gerne. Schön. Da haben wir also jetzt einmal 16 Punkte und jetzt erwarten wir gleich die Mannschaft Kabarett.
Jutta Boll und Horst Buchholz. Finale. Wir beginnen mit dem langen Satz. Ich gebe ein Wort. Sie müssen dieses Wort wiederholen, ein zweites anfügen, Sie beide wiederholen und so weiter. Schreiben dürfen Sie dabei nicht, das ist ganz egal. Das geht nicht. Das Wörtchen ist was? 40 Sekunden. Dalli, Dalli. Was? Kann. Ein Wort dazu. Was kann? Der. Nee, gut. Was kann der Sigismund? Was kann der Sigismund dafür? Was kann der Sigismund dafür, dass er? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön, so? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass er so? Das kann der Sigismund dafür, dass er so, so lieb? Ja, das kann er. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass er so liebt? Ja, liebt. Also, was sagen Sie? Sie haben sich ja wiederholt und dadurch Zeit verloren. Am Anfang war auch Herr Kuddelmuddel. Nehmen wir also einen weg. Wollen wir den einen auch weg? Bleiben 13, einer kommt dazu. Ist 14, da haben Sie also 14, Sie haben 16. Und nun wollen wir eine alte Ostertradition fortsetzen. Kommen Sie bitte mit mir mit. Sie bitte auch. Und hier haben wir eine Kiepe. Hier sagt man Knastel oder Buckelknastel. Ja, bei uns sagt man Kiepe dazu. Wenn Sie, einer muss Sie aufsetzen. Kommen Sie bitte hier rüber. Wer hier? Und zwar sollen Sie, ach, Sie wollen sie nehmen. Ja. Ja. Bleibt mal hier, ist noch nicht so weit. Sie sollen Eier suchen, aber nicht diese drei plündern. Die zählen nicht, nein, das ist klar. Umhergehen, wer die Kiepe umhat oder Knastel, der darf nicht selbst mitmachen. Moment, Moment, Sie sind so nervös. Und mitrennen, damit der Partner nicht so weit die Eier abnehmen muss. Goldene Eier, das ist sehr, sehr wichtig, zählen. 2 Punkte. Mhm. 60 Sekunden Zeit. Nun bin ich gespannt. Dalli, Dalli. Ich wusste, dass das so. Ja! Ich tue das. Und weiter gucken, gucken. Was mit der Uhr? Was mit der Uhr? Stopp! Unsere Uhr war nicht gedrückt, aber wir haben es ungefähr hinbekommen. Ja, was haben wir jetzt? Sie sind der Meinung, beide Mannschaften waren Spitze! Bei jeder kommt ein Punkt zu. Dann wollen wir mal sehen. Einmal ablegen, einmal ablegen. Ist ja noch nichts entschieden, das wird eine teure Sache. Kann ich Ihnen heute schon sagen. Das sind 2 Punkte. Nehmen Sie Platz, denn wir müssen ja noch Dalli Klick spielen. 2 Punkte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 und Spitze 17. 17 mal 14. Ja, 238. 238 Punkte, das ist Ihr Multiplikator. Und jetzt gehen wir hier ran. 1. Beide sind klein, aber oho. Ein Moment. Waren 5. Er hat ja bald den Boden mit aufgewischt. 6, 7, 8. Das hier doppelt. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, auch noch kaputt. Und Zusatzpunkt 20 sind 320 Punkte für Sie. Fledermaus. Oh, es ist aber noch nicht entschieden. Liebe Gäste, und jetzt spielen wir Dalli Klick. Jeder Punkt mal 238 mal 320. Wir decken unsere Bilder zu, so viel Felder verdeckt bleiben, so viele Punkte. Und wer hier nun mitspielt von Ihnen, bekommt 100 Mark. Das erste Foto erhielten wir von Herrn Werner Blitz, Dreispitz 2 in Unkenbach. Sie spielen jetzt mit
Und Sie schauen bitte, Achtung, was könnte es sein? Dalli, klick! Hier vorn, Kurt Schmidtchen. Toilettenbecken? Nein, es ist falsch. Ein Punkt für die Mannschaft Kabarett. Bei diesem Bild dürfen Sie nicht weiter mitmachen. Es geht weiter. Dalli, klick. Dort ein Rasierpinsel. Jutta Boll meint, das wäre ein Rasierpinsel. Bitte durchblenden. Sehr gut, Jutta. Richtig, ja. Wunderbar. Oh. 6 Punkte dazu. 6 Punkte. Und jetzt, ja, ich gehe zurück. 100 Mark für Siegfried Hertel, Herreshagener Straße 21 in Gummersbach. Gummersbach ist heute ganz groß bei uns vertreten. Schauen Sie bitte. Dalli, klick. Jutta Boll. Ein Pferd? Sie glauben, das wäre ein Pferd. 7 Felder noch verdeckt. Das wären 7 Punkte. Bitte einmal durchblenden wieder. Richtig! 7 Punkte. 100 Mark jetzt für Herrn Wilhelm Krüppel, Eickergrund 76 in Moers 1. Genau überlegen, richtig drücken, es ist noch nichts entschieden. Wir machen noch einige Fotos. Dalli, klick. Wieder Jutta Boll. Ein alter Herd. Was für ein Herd, meinen Sie? Zum Kochen. So ein Küchenherd? Ja. Ich bin platt. Zeigt das Bild. Das kann ja gar nicht wahr sein. Richtig! 7 Punkte! Also, Sie haben ja auch einen Blick. Da kann ich ja nur staunen. Aber wir machen weiter. Es ist ja noch nichts entschieden. 100 Mark erhält jetzt Siegfried Brunner, Wuppertalstraße 4 in Bernkastel-Kues. Achtung! Dalli, klick! Jutta Boll. Eine Nudel, so eine Stippnudel von. Also Nudeln, meinst du? Spirelli oder Spirelli. Ja, das soll man nicht sagen, weil sie. Nudel. Ich bin baff. Bitte aber durchblenden. Oh, es sind Nudeln! 7 Punkte! Das gibt's sogar. Was sagt man dazu? Schweigen. Ja, schweigen. Für immer. Wir wollen weitermachen. Achtung. Letzte Foto von Winfried Winter, Brunnenstraße 4 in Tengen-Wiechs. Was könnte das sein? Dalli, klick. Jutta Boll, ein Sie Nest. Können alle nach Hause gehen. Was sagen Sie? Ein Nest. Ein Nest. Und jetzt bitte, sie hat recht, meint ihr. Wir zeigen es. Was machen wir da überhaupt? Solo von Jutta Boll. Jetzt alles dazu. Das muss ich Ihnen erzählen. Sie haben 0. 320 mal 0 wäre 0. Aber wir wollen nicht abziehen. Die Punkte haben Sie. Es bleibt bei 320. Aber jetzt wird der Produktionsleiter und der Intendant wahrscheinlich doch gleich. 34 mal 238. Traum ich nicht zu sagen. 8092 Punkte. Das ist die höchste Zahl. Ganz toll. So, damit ist es klar, Fledermaus, Vizemeister, Sieger Kabarett, Jutta Boll und Horst Buchholz. Wir gratulieren. So. Liebe Freunde, bei uns wird jetzt gerechnet. Brieftauben ist unser Thema, falls Sie sich beteiligen wollen. Schreiben Sie entweder an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, Postfach 20010, 8000 München 2. Oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Wie gesagt, deutsche Karten, die in den deutschen Briefkasten kommen, 23. April, Einsendungsschluss Österreich, 30. April. Und nun bin ich gespannt, wie viele Punkte haben alle Kandidaten eingespielt? Heute Abend 18.457 Punkte. 18.457. Ja. Und dann haben wir noch Spenden erhalten. In welcher Höhe? Auch sehr viele, 12.180 Mark. 12.180 Mark, ich kann nicht alle vorlesen. Ich hoffe, Sie sind nicht traurig darüber. Es sind also Riesenlisten, was kann ich hier sehen? Justus Liebig, Universität Gießen, Messeausstellung Kongress Trier, da war ein Wettbewerb. Dann der Guttemplerorden in Berlin, 47. Seniorenclub Grunewald, Edith Fahrenholz hat bekommen. Dann hier eine Eisbahnklicke in Berlin, Lochodamm. Korczak Realschule, Troisdorf, Siegler hat ebenfalls gespendet. Altengruppe Edelweiß in Dorstfeld. Ein Gymnasium, Scheinfeld, die Abiturklasse.
Dann aber eine Mietergemeinschaft in Offenburg, die Sternsinger aus Siegeshofen, dann der Gesangverein Deutsche Einheit in Rheinhausen und ein einzelner Herr für die CB oder CB-Funker, wie Sie es aussprechen wollen. Wie viel ist es dann gesamt? 30.637 Mark. 30.637 Mark. Und jetzt für die Österreicher noch die Schillingansage. Eine unwahrscheinliche Summe, 214.459. 214.449 Schilling. Und von den Siegern wollen wir nun hören, wer bekommt das Geld dieser Sinn? Also, wir haben alle beschlossen, dass die vier, der Spielgewinner des heutigen Abends, an die vier minderjährigen Kinder der Familie Schiller übersandt wird. Und zwar leben sie in, sie sind aus 5206 Neunkirchen Seelscheid. Die Kinder haben im Januar dieses Jahres ihren Vater beim Autounfall verloren und haben vorher schon, leider Gottes, auch ihre Ich glaube, ein sehr guter Zweck. Wir wollen uns bei allen ganz herzlich bedanken, dass Sie dieser Familie die Unterstützung gegeben haben. Und selbstverständlich auch bei den Spendern. Liebe Dalli-Dalli-Freunde, wir haben das Ende unserer Sendezeit erreicht. Ich hoffe, auch im Namen meiner Kollegen, dass wir Sie gut unterhalten haben, dass Sie ein wenig die Alltagssorgen vergessen konnten. Wir stehen vor Feiertagen, wir, alle Kollegen und ich und auch unsere Mitwirkenden. Wir wünschen Ihnen schöne, besinnliche Stunden im Familienkreis vielleicht. Es sollen für Sie schöne Tage werden. Ich möchte mich verabschieden, indem ich darauf hinweise, unsere nächste Sendung ist am 17. Mai und vor wenigen Stunden hat mir gerade zugesagt Peter Alexander, er wird dabei sein und wie immer gleiche Zeit mit neuen Kandidaten, neuen Spielen, aber mit dem alten Spielmeister. Alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Hans Rosenthal. Ciao.